Zum sechsten Mal haben die Freien Wähler zu ihrem Kommunalkongress in den Bayerischen Landtag eingeladen. Und die Themen, darunter Flächensparen und das Aktionsbündnis Ländlicher Raum, stießen auf breites Interesse. Rund 270 Gäste aus der Kommunalpolitik und damit so viele wie noch nie konnte die Landtagsfraktion im Maximilianeum begrüßen. Der parlamentarische Geschäftsführer Fabian Mehring weiß um den großen Nutzen dieses Austauschs. Wir Freien Wähler sind die Kommunalpartei, die Bürgermeisterpartei, das ist die Keimzelle unseres politischen Engagements. Und umso wichtiger ist es, dass wir diesen Dialog auch mit unserer kommunalen Basis pflegen. Wir haben nicht die große Parteizentrale in München, die uns die Ideen vorgibt. Unser Think Tank, unsere Ideengeber sind die Kommunalpolitiker. Und umso wichtiger ist es, dass es Abende wie heute gibt, die uns auftanken mit neuen Ideen für die parlamentarische Arbeit hier in München. Und zu diesen Ideen gehört auch das Aktionsbündnis Ländlicher Raum. Der Vizepräsident des Arbeitgeberverbands für Land- und Forstwirtschaft in Bayern, Hans-Karl Freiherr von Thüngen, erklärt, was es damit auf sich hat. Es gibt eine totale Entfremdung zwischen Land und Stadt, eine Bevormundung des Landes durch die Stadt. Und wir ländliche Bevölkerung haben langsam einfach keine Lust mehr, uns alles vorschreiben zu lassen und Verbote ausführen zu müssen. Wir wollen selber über unser Leben und unsere Arbeit bestimmen. Um das zusammenzuführen bei allen Playern des ländlichen Raums, soll dieses Aktionsbündnis dienen, alle in einem zusammenfassen. Denn gemeinsam ließen sich die Interessen des ländlichen Raumes besser vertreten. Wichtig dabei auch die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse, wie Joachim Harnisch, der kommunalpolitische Sprecher der Landtagsfraktion, betont. Wenn wir gleichwertige Lebensverhältnisse wollen, das haben wir kundgetan, indem wir das in unsere bayerische Verfassung reingeschrieben haben, dann müssen wir gerade im ländlichen Raum noch eine ganze Menge tun, weil hier der ländliche Raum in vielen Bereichen sehr stark vernachlässigt ist. Schauen wir nur mal an die Infrastruktur, die Verkehrserschließung, den öffentlichen Personennahverkehr und die Breitbandversorgung und vieles andere mehr. Hier muss Geld in den ländlichen Raum fließen. Mehr Geld muss auch für das Lebenselixier Wasser in die Hand genommen werden, wie Umweltminister Thorsten Glauber betont. Denn Niedrigwasser wird zunehmend zum Problem. Gerade im Norden leidet unter Wasserarmut und diese Wasserarmut, der müssen wir begegnen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir unseren Wasserschutz, also hohe Wasserqualität, über die Gewässer dritter Ordnung Wasser in der Fläche halten, also sprich kleine Bäche, kleine Gewässer, Wasser so viel wie möglich zur Versickerung bringen, unsere Brunnen zu stärken, unsere Grundwasserneubildung zu stärken, um dann im Prinzip auch für künftige Generationen dieses hohe Gut Wasser zu schützen. Geschützt werden müssen auch die Flächen in Bayern, denn der Flächenverbrauch ist nach wie vor hoch. Der wirtschaftspolitische Sprecher Manfred Eibel erklärt, welche Strategie die Freien Wähler hier verfolgen. Kommunen in ihrer Entwicklung nicht einzuschränken, sondern zu unterstützen, zu begleiten, mit Flächen sorgsam und verantwortungsbewusst umzugehen. Sorgsam und verantwortungsbewusst umgehen wollen die Freien Wähler auch mit den Bedürfnissen der kommunalen Basis. Schließlich ist die Landtagsfraktion der Anwalt von Städten und Gemeinden in Bayern. Sie macht Politik eng orientiert an den Interessen der Bürgerinnen und Bürger. Der Kommunalkongress im Maximilianeum hat das einmal mehr gezeigt.